Das Kloster Andechs, über dem Ostufer des Ammersees gelegen, ist der älteste Wallfahrtsort Bayerns. Um den Bestand angemessen zu bewahren, wird mit modernster Technologie gearbeitet. Ein Flugroboter, mitentwickelt im Zentrum für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR, wird eingesetzt, um eventuelle Schäden am Kloster aufzuspüren. In Computerstationen werden die Daten ausgewertet und ein exaktes 3D-Modell erstellt, um die historische Architektur wissenschaftlich aufzuarbeiten oder um berühmte Bauten im virtuellen Raum zu erleben. Das sind nur einige von vielen Anwendungen, basierend auf Entwicklungen des renommierten und weltweit anerkannten Zentrums, das sich zusammensetzt aus den Instituten für Robotik und Mechatronik sowie Systemdynamik und Regelungstechnik in Oberpfaffenhofen und dem Institut für optische Sensorsysteme in Berlin. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Ein Highlight ist der hier entwickelte Roboter Justin. Er kann Bälle zielgenau fangen und werfen und ist damit weltweit einzigartig. Dies ist nur möglich im Zusammenspiel von Spitzentechnologie auf allen Gebieten der Mechatronik. Wir entwickeln Roboter, die den Menschen ermöglichen sollen, sicherer und wirkungsvoller mit ihrer Umwelt zu interagieren. Diese Roboter sollen in Bereiche vorstoßen, die für den Menschen gefährlich oder unzugänglich sind, uns aber auch im Alltag, in der Arbeit oder auch im persönlichen Bereich unterstützen. Zur Erkundung von fernen Planeten, Monden oder Himmelskörper des Sonnensystems setzen wir andererseits auf autonome Systeme, da diese Himmelskörper für Menschen in naher Zukunft unzugänglich sein werden. Der wechselseitige Technologietransfer zwischen raumfahrtbezogenen Anwendungen und terrestrischen Bereichen ist eine besondere Stärke unseres Instituts. Das Robot Technology Experiment, kurz ROTEX, gab 1993 den Startschuss für den Einstieg in die Weltraumrobotik. Der im DLR entwickelte Robotgelenkarm führte auf der Spacelab D2-Mission erfolgreich Experimente in der Schwerelosigkeit durch und verhalf dem DLR dabei erstmals, einen internationalen Spitzenplatz einzunehmen. Heute steht er im Deutschen Museum in München. Schnelle politische Entscheidungen und die ehrgeizige Vision, mit dem Wissen für morgen im Hier und Jetzt Weichen zu stellen, machten diesen Erfolg der Robotik möglich. Ergebnisse aus dem Kerngebiet der Roboterforschung werden unter anderem im sogenannten orbitalen Servicing eingesetzt. Die Menge an Trümmerteilen im All, der sogenannte Weltraumschrott, wächst ständig und somit steigt auch das Risiko von Kollisionen. Defekte oder nicht mehr funktionierende Satelliten müssen im Orbit gewartet, repariert oder entsprechend kontrolliert entsorgt werden. Diese Aufgaben können zukünftig Roboter übernehmen und stellen damit eine wichtige Ergänzung zur Arbeit von Astronauten zur Verfügung. Für uns bei KUKA ist das DLR ein wichtiger Forschungspartner. Wir sind heute mit einem weltweit einmaligen Produkt auf dem Markt, dem sensitiven Leichtbauroboter LBR IVA, der seinen Anfang in einer gemeinsamen Forschungskooperation genommen hat. Partnerschaften wie die mit dem DLR sind eine wichtige Basis für die Entwicklung zukünftiger Produkte und Lösungen in der roboterbasierten Automation. Gestatten? Toro. Der menschenähnliche Laufroboter des DLR soll sich vor allem selbstständig, flexibel und sicher in einer neuen, unbekannten Umgebung bewähren. Und das Laufen funktioniert schon ausgesprochen gut. Bei jedem Schritt nimmt Toro über Sensoren in den Füßen wahr, welche Kräfte beim Auftreten wirken. Drehmomentsensoren in den Gelenken sorgen dafür, dass der Roboter flexibel auf seine Umwelt reagiert. Steht die Gehmaschine, balanciert sie Stöße gegen die Beine nachgiebig aus. Eigenschaften, die in der Kooperation zwischen Mensch und Maschine gefragt sind. Die planetare Exploration. Rover Asimov erkundet in der Testanlage des DLR seine Umgebung.
Ziel ist die eigenständige Erkennung der Oberfläche und die angepasste Reaktion, das heißt das effektive und autonome Fortbewegen. Kameras erfassen die Umgebungsstruktur und Prozessoren werten diese Informationen aus und geben die Koordinaten vor. Vom planetaren Rover zum robotischen Automobil der Zukunft. Bei diesem zweisitzigen Elektromobil, das Robomobil oder kurz Romo, sind Antrieb, Lenkung, Dämpfung und Bremse in jedes der vier Räder integriert. Und die Koordination erfolgt mit Hilfe einer intelligenten Zentralsteuerung. Seine Manövrierbarkeit ist beachtlich, denn Romo kann sowohl seitwärts als auch schräg fahren, sowie auf der Stelle drehen. Acht Stereo-Kamerapaare erzeugen ein 360-Grad-3D-Sichtfeld um das Fahrzeug. Leistungsfähige Bildverarbeitungsalgorithmen erstellen eine dynamische Umgebungsbeschreibung. In Echtzeit wird dadurch eine eigenständige Mobilität in alle Richtungen ermöglicht. Ein Zukunftsthema in der automobilen Welt: das autonom fahrende Auto. Die Fahrt im Robomobil ist wirklich etwas Besonderes. Ich bin beeindruckt, wie sich dieses Elektromobil steuern lässt. Und ich bin überzeugt, dass viele der Techniken, die im Romo getestet werden, schon bald Alltag sein werden. Die Forschung und Entwicklung hier am DLR-Standort Oberpfaffenhofen ist hochdynamisch und in vielen Forschungsbereichen marktorientiert. Die wirtschaftliche Zukunft von Deutschland und von Bayern hängt von Hochtechnologieunternehmen ab, die den Vorsprung gegenüber der internationalen Konkurrenz weiter ausbauen. Deshalb ist es so wichtig, die angewandte Forschung am DLR mit Investitionen zu unterstützen. Die bayerische Staatsregierung fördert die Luft- und Raumfahrtforschung ganz gezielt. Der Freistaat verfügt daher über eine exzellente Forschungslandschaft und mit dem DLR über einen Raumfahrtstandort mit langer Tradition. Forschung und Innovation sind für uns die entscheidenden Zukunfts- und Wachstumsfaktoren. Eine besonders wichtige Anwendung ist die medizinische Assistenz, die sogenannte MyroSearch. Im speziell entwickelten Labor führen Roboterhände vom Chirurgen ferngesteuert minimalinvasive Operationen, zum Beispiel am schlagenden Herzen, durch. Ziel ist es, aus der Weltraumforschung gewonnene Ergebnisse im Gesundheitsbereich einzusetzen, auch für die Pflege von alten und bedürftigen Menschen. Das Wohl des Patienten kann auf diesen Technologietransfer nicht mehr verzichten und stellt sicherlich ein Schlüsselthema dar für die Gesellschaft von morgen. Der Himalaya. Im Rahmen eines Pilotprojektes des Berliner DLR-Instituts wurden Berghänge mit einem neuartigen Kamerasystem abgefilmt, als Bestandteil der DLR-Sicherheitsforschung. Die präzise Darstellung der steilen Hangabschnitte im 3D-Modeling mittels einer eigens vom DLR entwickelten Software ermöglicht eine Analyse und Bewertung über das Gefährdungspotenzial. Auch in Überschwemmungs- und Erdbebengebieten ist der Einsatz solcher Technologien aus dem Hause DLR nicht nur sinnvoll, sondern kann Leben retten. Doch die Reise ist noch lange nicht zu Ende. In Zukunft werden die Aufgaben immer diffiziler. Roboterarme müssen daher in der Lage sein zu tasten, differenziert auf Einflüsse von außen zu reagieren und Stöße zu kompensieren und mit intelligenten Handgriffen Arbeiten erledigen. Das Handarm-Leichtbausystem, kurz HASI genannt, ist die jüngste und visionärste Entwicklung im DLR. HASI sieht nicht nur aus wie die menschliche Hand, es ist auch so flexibel.
Es ist passiv nachgiebig und kann dadurch, ähnlich wie der Mensch, sensibel mit Dingen umgehen. Die Beispiele zeigen, dass Mechatronik und Robotik immer komplexere Aufgaben selbstständig erledigen müssen. Das DLR geht daher ständig neue Wege, um hier erfolgreich zu forschen. Die Politik unterstützt dieses Konzept nachhaltig, denn der Technologietransfer in alle Bereiche der Gesellschaft ist auch Bestandteil der neuen Innovationspolitik im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Der Wirtschaftsstandort Deutschland soll in Zusammenarbeit von Industrie und Forschung gestärkt und nachhaltig ausgebaut werden, zum Nutzen für die Gesellschaft sowie für jeden Einzelnen. Denn das Wissen für morgen braucht eine starke Forschung heute.